Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen zurück zu einem neuen Video, da spielen wir Roblox. Und wir spielen heute ein Spiel namens Dragon Keeper, was quasi ein neues Spiel in Roblox ist. Und hier müssen, also hier geht es um Drachen quasi, was sehr cool ist. Ist auf jeden Fall ziemlich nice. Wir müssen uns auf jeden Fall für einer dieser drei Eier entscheiden. Das hat sie gesagt. Wie heißt sie? Quora. Warte mal, was? Du hast das neue Video auf meinem anderen Kanal, auf meinem lustigen Momente-Kanal nicht gesehen? Das ist ein Scherz, oder? Okay, ich verlinke es in meiner Beschreibung, dort habe ich Kommentare vorgelesen. War ziemlich witzig auf jeden Fall, eure Kommentare. Auf dem anderen Kanal. Und ja, wir müssen auf jeden Fall hier uns für einer der drei Eier entscheiden. Und ich werde mich für das grüne Ei entscheiden. Er. Was habe ich bekommen, Leute? Me? Habe ich irgendwas bekommen? Oh, Start Incubation. Oh, oh, ich glaube, denn das neue Ei kommt raus. Ich meine, das neue ein Drache kommt raus, glaube ich. Ich meine, was soll sonst aus dem Ei rauskommen? Außer ein Drache. Retrieve Dragon. Oh, oh, hey. Er ist weiblich, choose a name. Frederica. Oh, Baby, ich habe sie Frederica genannt, das ist richtig. Ist sie jetzt hier? Spawn Dragon. Hey, Frederica. Wow. Damn. Seht ihr, was hier möglich ist in Roblox? Hier in Roblox ist alles möglich. Alles. Schaut euch mal an, Leute. Frederica ist legendär, sie folgt mir einfach. Das ist so cool. Wir können jetzt zu Bice, Wood, Stone and Ironite. Also wir können dort Holz kaufen, Stein kaufen und so weiter und so fort. Okay, ich gehe da mal hin und gucke mal, was kann ich hier holen? Okay, also ich kann Sachen holen, wenn ich will. Nur, was ist meine Mission? Soll ich Holz kaufen? Was soll ich genau holen? Habe ich überhaupt Coins? Nein, habe ich nicht. Kann ich irgendwas verkaufen? Nein, anscheinend auch nicht. Vielleicht müssen wir gar nicht hier rein. Warte mal, ich glaube sogar, wir müssen weiter, Leute. Hier müssen wir gar nicht rein, denke ich. Nein, warte mal, warte mal, warte mal. Da geht's weiter. Wow, kann ich auf dir fliegen? Das wäre so cool. Nee, anscheinend gerade nicht. Das ist sehr merkwürdig. Wie komme ich da denn hin, bitte? Kannst du mich darüber fliegen. Oh mein Gott. Nochmal, nochmal dasselbe. Oh, ich weiß nicht, wie ich steuere. Okay, ich steuere so. Flap Wings. Okay, okay, okay. Flap, 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 flap. Okay, das ist so geil. Wir können wortwörtlich auf den Drachen fliegen. Ach du heilige Kacke. Wir können sogar attackieren. Yeah. So, wir sind da. Oder warte mal, sind wir? Noch nicht ganz, ne? Noch nicht ganz. Geh mal bitte. Einen Moment. Oh Gott. Kannst du bitte steuern? So, dass du dahin fliegst. Was tust du da gerade, hä? Okay, wir sind hier. Das ist aber in Ordnung. Oh, wir können das Holz. Ah. Schaut euch mal an, Leute. Wow, wie cool. Alter, die Animation alles. Das ist mega cool. Okay, wir müssen mal da rein. Was ist das denn hier? Ein weiteres Ei? Anscheinend ja, Leute. Ein weiteres Ei. Tja, dann würde ich mal sagen, wir lassen es mal ausschlüpfen und gucken, was passiert. Kann ich mich dann entscheiden, was für ein Drache ich haben will? Lass mal sehen, Leute. Wow, wir nehmen ihn Frederick. Mit K. Das ist richtig, Baby. Okay, und hier können wir auf Drachen gehen. Oh, hier können wir die Drachen auswählen. Verstehe, verstehe, verstehe. Was zwei Drachen. Das ist sehr geil, Leute. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich will natürlich Frederica behalten, weil ich meine, es gibt keinen Grund für mich, einen anderen Drachen zu nehmen. Wir können da hinten nach hinten jetzt fliegen. Also, wir können Holz kaputt machen. Wir können mit dem Drachen rumfliegen. Und was können wir noch tun, was so besonders ist? Naja, wie auch immer, Leute. Wie auch immer, Leute. Das ist schon okay. Was ist das hier? Medium Ironite. Ah, das können wir alles bekommen, ne? Ich sehe dich. Seht ihr das? Wir bekommen es einfach. Das ist irgendwie cool. Schau dir mal, Frederica. Wir holen Holz. Wir holen Ironite. Wir holen alles, was unser Herz sich begehren will oder keine Ahnung, wie auch immer. Lass mal sehen, wir können wahrscheinlich, wir können kein Holz mehr sammeln. Achso, ich sehe es gerade. Ich sehe dich, Bro. Das heißt, wir können einen Rucksack holen. Oh, und was können wir noch holen? Mehr Drachen? Wow, schau euch mal den Drachen an. Ach du Kacke, Leute. Das ist eine legendäre Sache, Leute. Das kann man nicht anders sagen. So, wir sollen jetzt nach da hinten. Keine Ahnung, was wir da suchen. Aber ich will immer hin. Ah, können wir immer neue Missionen bekommen. Raka, was für eine Mission gibst du mir dieses Mal? Go to the workshop and then sell the resources for golds. Okay, das werde ich tun. Ist eine gute Idee. Frederica, kannst du bitte kommen? Das wäre sehr gut von dir. Ne, sehr nett von dir. Frederica, lass uns doch einfach dahin fliegen. Genau, sehr schön. Perfekt. So, und jetzt springen wir ab. Wundervoll, Leute. Und jetzt können wir hier reingehen, was sehr geil ist. Und jetzt können wir alles verkaufen. Und dafür bekommen wir Gold. Und wir haben jetzt 63... Oh, Sell All hätte ich auch drücken können. Was passiert jetzt? Oh, Frederica, Hilfe. Oh Gott. Okay, warte mal, mach das mal weg. Okay, wir haben ein Problem, Frederica. Frederica, wir haben ein Problem. So, jetzt geht's wieder. Okay, alles gut. Wir haben es verkauft. Was ist meine nächste Aufgabe? Wir gehen wieder zu dem Typen zurück. Der wird mir eine weitere Aufgabe geben, Leute. Was sehr geil ist. Dann lass mal sehen. Was für eine Aufgabe willst du mir geben? Quest not available. Keine Quest mehr. Ist das denn ernst? Okay, aber ich habe doch alles verkauft, oder nicht? Ja, das habe ich. Merkwürdig, oder? Warte mal, ich drücke nochmal auf Sell All. Okay, keine Ahnung. Irgendwie buggt es ein bisschen rum. Keine Ahnung, was da los ist. Okay, da ist ein Shop.
Sells Costumes, Gear and Eggs. Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Was können wir denn hier holen? Wir können Haare holen, wir können Rucksäcke holen. Kannst du dich bitte aussteigen? Ich will nicht jetzt auf die reiten, Bro. Drachen-Items? Was meinst du denn mit Drachen-Items? Sind das... Ah, für unseren Drachen. Das ist für Frederica. Hier können wir sogar Eier holen, wenn ihr wollt. Oh mein Gott, Mystic Dragon Egg. 4500 Robux. Leute, wenn ihr wollt, dass ich mir das hole, dann lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare. Nee, mal ehrlich, das ist ja nicht normal. Was hier alles gibt. Was haben wir hier? Okay, hier haben wir mehr Items. Oh, coole Frisuren. Gold kostet das alles, aber ich sehe dich. Hier, 500 Gold. Damn. Oh, geile Frisuren, Alter. Ich will aussehen wie ein König, Bro. Aber ich glaube, ich brauche einen größeren Rucksack. Nur wo bekomme ich einen? Costumes? Hair? Wie kann ich das holen? Ah, Backpack. 2500 Gold. Damn. Das ist eine Menge. Oh, wow. Aber warte mal, verändert das nur mein Aussehen? Oder wie sieht es aus? Ich habe gerade gar keine Ahnung, Leute. Na gut, Frederica, lass uns ein bisschen weiter rausgehen und gucken, was wir noch machen können, Frederica. Aber nur, weil du cool bist. Oh nein, ich wollte nicht aussteigen. Frederica, Hilfe, ich ertrinke, Frederica. Oh nein, Frederica, du ertrinkst, Ich will dir helfen, aber ich weiß nicht, wie. Warte mal, was tut Frederica, wenn sie unten ist? Komm schon, Frederica, kann ich auf die reiten? Danke. So, jetzt können wir fliegen. Sehr gut. Also, wir haben gerade keine Mission. Merkwürdig. Was passiert, wenn wir hier durchfliegen eigentlich? Hier. Was passiert, wenn ich hier durchfliege? Ich meine, wir sind noch ein Noob. Frederica bekommt Level. Oh, wow. Warte mal. Können wir Frederica vielleicht upgraden? Das würde mich interessieren, Leute. Kann sie vielleicht größer werden? Mächtiger werden? Wundervoller werden? Das würde mich mega interessieren hier mit dem Ring. Boom. Sehr gut. Und aussteigen. Wow. Das nenne ich mal aussteigen, Leute. So, wir gehen jetzt mal hier hin. Machen das mal kaputt. Wir können bestimmt noch bessere Spitzhacken und sowas holen, oder? Ich glaube, das Spiel war noch in der Beta, Leute. Ja, ich glaube schon. Hier, lass mal sehen. Frederica. Oh. Aber manchmal... Oh Gott, das nervt mal. Okay, jetzt geht's. Frederica, okay. Hier sind die Level. Also anscheinend kann sie mehr Level bekommen. Ich sehe dich. Okay, ich sehe dich, Frederica. Ich sehe dich. Sind wir Level 2? Oder wie sieht's aus? Was können wir jetzt hier machen? Noob. Ich bin immer noch ein Noob, Leute. Ist das dein Ernst? Immer noch ein Noob. Small Iron Knight, kann ich gerne aufheben. Dafür bekomme ich ja XP, ne? Richtig, ich bin immer noch Level 1, Leute. Frederica ist schon Level 2. Ah, ich kann gar nicht mehr Iron Knight tragen. Frederica, siehst du das? Ich kann es einfach nicht mehr. Lass mal sehen, was passiert, wenn wir Level 2 erreichen mit unserem Drachen. Warte mal, wir können aber erstmal hier hingehen, Leute. Large Stone. Dafür bekommen wir Steine, ne? Wie viele bekomme ich dafür? Bekomme ich gleich 12? Nee, ne? Ich bin Level 2. Amateur bin ich jetzt. Und Frederica ist auch Level 2. Und was ist passiert? Das würde mich interessieren. Anscheinend gar nichts, Leute. Es passiert einfach. Das ist witzig. Frederica ist Level 2. Jung, grün, Geburtstag. Nein, nein, ich will nicht ihren Namen ändern. Frederica, genau, sehr gut. Nein, danke. Es ist nur Info, Information, die wir bekommen. Verstehe. Ich meine, ich habe hier sogar verschiedene Drachen und alles. Aber mein Drache ist leider nur Common. Das heißt, wir können sogar Mystic bekommen. Mystic ist besser als legendär. Wir können Gold holen, wenn wir wollen. Oh, wow. Okay, Frederica, wir holen noch ein bisschen Holz. Und dann geht's auch weiter. Wo finden wir allerdings Holz? Vielleicht die Bäume? Können wir die Bäume bekommen? Lass mal sehen, Leute. Nein, die Bäume gehen nicht, Frederica. Wir müssen Bäume finden. Hier haben wir eine Menge Holz sogar. Das werde ich mir mitnehmen. Ich glaube aber, durch ein Holz ist alles voll, oder? Hä? Wieso habe ich keine 12? Ah, doch, jetzt hatte ich alles gesammelt. 7? Ach, 7 bekommen wir, okay. Interessant, interessant, interessant. Würde ich sagen, wir verkaufen es jetzt, oder? Ich werde mir nur kurz alles holen, dann gehen wir es verkaufen, Leute. Plus 5. Ah, das reicht, ne? Das müsste reichen. Okay, sehr gut. Jetzt verkaufen wir es mal. Hier gibt es natürlich noch andere Welten. Und schau dich mal die Welt an, wie geil es aussieht, oder? Ist ja mal mega cool. Und Leute, es gibt auch noch andere Sachen. Ich glaube, wir könnten sogar auf einem Drachen fliegen, der so aussieht, wie da. Mystischer Drache, das wäre so geil, Leute. Mich würde mal interessieren, wie einer aussieht. Limited Time Dragon. Seht ihr das? Der ist zum Beispiel viel größer. Sieht aber auch wirklich geil aus. 999 Robux. Da können wir zu Vulkanis gehen, eine andere Welt. Wir wollen erstmal alles verkaufen, Leute. Wir haben momentan 63. Ich mache einfach mal Sell All. Genau. Alles verkauft, Leute. Wir haben 303. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr Geld sparen, oder? Lass mal kurz zu Vulkanis gehen. Ich will mal sehen, was es dort gibt. Ich finde vor allem, die Drachen laufen so richtig cool. Wow, okay. Das war ein geiler Ladebildschirm. Und wo sind wir jetzt? Damn. Was ist das für eine Gegend? Alter Schwede. Da ist ein Vulkan. What? Und was kann ich hier genau machen? Ist da... Da ist Holz, ne? Okay, anscheinend ist da Holz, Leute. Ich sehe es, ich sehe es. Das ist sehr interessant. Dann lass mal kurz das Holz nehmen und weitergehen. Wow. What the hell ist das für eine Gegend? Kleiner Stein, den nehme ich doch gerne. Sollen wir da mal reingehen?
Ne, da geht's gar nicht rein. Wir sind schon an der Stelle, wo wir drinnen sind. Verstehe. Oh nein, Frederika, kannst du bitte. Ich will nicht auf die reiten. Manchmal reitet er auf einmal von alleine auf hier. Will ich gar nicht, nervvoll. Ich wünschte, man müsste einen Knopf drücken. Aber hier haben wir Small Iron Knights. Ist schon geil, ne? Wow, ich würde gerne bessere Eier bekommen. Das ist quasi das Ding, Leute. Was haben wir hier? Eine Truhe? Small Gold Chest? 7 Gold war das oder wie viel war das? Das war nicht so viel, aber wir haben wenigstens ein bisschen Gold bekommen. Das ist schon mal ganz cool eigentlich. Ich brauche einen größeren Rucksack. Ich muss mehr Platz haben für die ganzen Sachen. Deutlich mehr Platz, Leute. Large Gold Chest. Lass mal sehen, wie viel das gibt. Wir haben 310. Es gibt zum einen natürlich immer XP, was sehr geil ist. Oh, das war eine Menge. Das war mehr, als ich dachte. So, der Drache muss wieder respawnen. Sehr schön. Weil manchmal folgt er mir nicht. Ist ein bisschen nervig natürlich, aber wir müssen... Oh, warte mal, da ist noch eine Goldchest. Die hebe ich mal auf. Wir müssen noch ein bisschen Gold haben, dann gehen wir zurück. Verkaufen wir alles und holen uns vielleicht einen Rucksack, wodurch wir vielleicht mehr Platz haben können. Würde mich mal interessieren, Leute. Da haben wir das letzte Holz, was wir aufheben können, Leute. Frederika, ja, Moment, wir müssen kurz Pause machen. Manchmal folgt mir Frederika manchmal nicht, das ist merkwürdig. Sehr merkwürdig, aber wir haben jetzt, ich glaube, ja, noch nicht gerade 7 Holz. Ja doch, wir haben genug tatsächlich. Wir können zurück alles verkaufen und hoffentlich einen neuen Rucksack holen. Der hat einen coolen Drachen, ne? Der ist rot, okay, das ist ziemlich geil auf jeden Fall. Ich kann nicht mal glauben, dass sowas möglich ist. Hier in diesem Spiel. Ist schon merkwürdig. So, Despawn Dragon. Kann ich bitte meine Sachen verkaufen? Das Menü geht nicht mal an, Leute. Hallo? Menü, kannst du bitte angehen? Das wäre sehr gut. Okay, geht nicht. Lass mal sehen. Wieso geht's nicht? Vielleicht muss ich den Drachen erstmal spawnen. Wahrscheinlich, oder? Frederika, irgendwie kann ich die ganze Sache nicht verkaufen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich habe das Spiel nochmal neu gestartet und jetzt funktioniert es, Leute. Es ist sinnvoll, den Drachen einfach nicht zu spawnen, wenn man gerade am Verkaufen ist, weil der manchmal nerven kann. Aber das ist in Ordnung, Leute. Ich kann damit leben. Leute, ganz ehrlich, ich glaube, ein mystischer Drache sieht so aus wie der da hinten. Das wäre so gigantisch, ne? So, Drachen-Items sind nicht so wichtig. Avatar-Items. Das ist wichtig. Gott, das ist so teuer. Aber warte mal. Ich habe doch schon 12, 12, 12 überall, oder? Ja, das verstehe ich nicht. Hier habe ich auch 12, 12, 12. Ach, plus 12, 12, 12, ne? Das heißt, wir könnten mehr haben. 2500 Gold ist so viel. Komm. Ich glaube, ich werde einfach mal einmal... für welchen? Den hier oder den hier? Einmal werde ich Robux dafür ausgeben, oder? 50 Robux plus 60, 500 Robux. Ja, Rucksäcke können wir eigentlich so holen, ne? Ich meine, ich wäre bereit, 500 Robux auszugeben. Mit Sicherheit sogar. Wow, wie geil. Boah, das sieht geil aus, Leute. Ich glaube, ich mach's sogar. 5000 Gold, ich mach's. 500 Robux. Du hast mein Geld. Ich habe eh 5000 Robux. Ich will mir das gerne holen, Leute. Wow. Wir können jetzt 72 haben. Das ist geil. Okay, okay, Frederika. Zeit, um nach draußen zu gehen. Auf ein Abenteuer. Na los, komm her, Frederika. Let's go. Wir gehen los. Da, ich glaube, ich müsste mir Dracheneier holen, Leute. Warte mal, aber bevor ich das jetzt mache, würde mich interessieren, ob wir eine neue Quest annehmen können. Keine Quest, okay. Das ist blöd. Aber wir haben momentan keine Quests, was interessant ist. So, dann spawnen wir Frederika wieder. Wird Frederika eigentlich größer, Leute? Achtet mal drauf. Wird sie größer, wenn sie Level bekommt? Weil wir können hier langfliegen, ne? Vielleicht sehen wir ja gleich mal ihre Statistiken und gucken, ob sie quasi größer wird, wenn wir die Level erreichen. Würde mich mal mega interessieren, Leute. Oder vielleicht steht da sogar... Warte mal. Bevor sie Level 3 erreicht, vielleicht steht da sogar die Größe. Was denkt ihr, Leute? Hier... Level 2. Nein, hier steht leider nicht die Größe. Oh, aber sie hat gleich... Okay, da können wir gleich mal schauen, Leute. Sie wird gleich nämlich Level 3 erreichen. Dann würde ich mal interessieren, ob sich irgendwas ändert. Oder? So. Ist sie Level 3? Anscheinend noch nicht. Okay, ich sehe dich. Wir können jetzt wortwörtlich alles durchshoppen, Leute. Das ist geil. Oh nein, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Hat sich deine Größe verändert, Frederika? Würde mich mal echt interessieren. Siehst du irgendwie anders aus oder so? Merkwürdig, ne? Ich glaube nicht, dass sie größer wird. Ich glaube, je besser es das Tierchen ist, der Drache ist, desto größer wird es. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass so ein riesiger Drache hier auf einmal sein wird neben mir. Kann ich mir halt auch nicht vorstellen. Das ist halt das Ding, ne? Ich weiß es nicht genau. Das müssten wir mal austesten, Leute. Ehrlich gesagt. Wir haben aber so viel Platz, ne? Wir haben schon 33 Platz voll. Das ist unnormal, wie viel Platz wir haben. Spitzhacke, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine bessere holen werden. Aber dank unserem Rucksack bekommen wir natürlich eine Menge Geld. Was natürlich richtig geil ist, Leute. Wir können alles einfach nehmen, Leute. Alles gehört uns. Large Stone. Oh la la. 20. Trotzdem, obwohl das Teil large ist, machen wir es ziemlich schnell kaputt. Also ich glaube nicht, dass wir eine Spitzhacke holen können, weil im Endeffekt bringt es uns eh nichts. Denn, naja, ich meine, ihr seht's ja, okay, ihr seht's. Die Spitzhacke ist schon gut genug, die normale Spitzhacke. Aber wir haben den besten Rucksack, den es gibt. Und ich finde, unser Rucksack sieht sogar ziemlich geil aus, muss ich wirklich sagen. Tja, mich würde mal interessieren,
was genau da passiert mit Frederica, wenn sie mehr Level bekommt. Weil irgendwie muss ja irgendwas passieren, ne? Oder was für Vorteile hat es? Warte mal, hier so viel Holz, ne? Wenn wir bessere Drachen haben, haben wir einfach nur bessere Drachen und freuen uns einen Keks? Oder bringt es uns sogar was? Das würde mich interessieren, Leute. Aber na gut, wir machen erstmal das ganze Holz kaputt. Das ist richtig. In dein Gesicht, du Loser. Da ist mehr Holz. Large Wood. Das habe ich am liebsten, Leute. Weil wenn wir das kaputt machen, bekommen wir am meisten Holz, logischerweise. Und gleich gehen wir zurück und werden erstmal alles verkaufen und gucken, wie viel Geld wir bekommen. Das würde mich interessieren. Aber ich finde, es sieht einfach so geil aus, das Spiel. Ich weiß auch nicht, mit dem Wasserfall alles. Also das hat auf jeden Fall schon echt was mit dem Schloss hier. Irgendwie gibt es aber keine neuen Quests oder so, das ist auch sehr merkwürdig. Aber Frederica, du musst kurz weggehen, weil wir wollen jetzt zurückgehen und gucken, ob wir, ja, Sachen verkaufen können. Wie viel Geld gibt es? 588. Wir haben jetzt 1000. Okay, lass mal sehen, was wir holen können mit 1000. Vielleicht ein Ei? Ulala, das wäre episch. Ex, lass mal sehen. Leute, wisst ihr was? Ich glaube, ich würde mir mal gerne so ein Epic. Na, ich weiß, wenn es gut ankommt, werde ich es für das nächste Video behalten, Leute. Dass ich mir quasi das Ganze holen kann. Wir können uns aber eine Frisur holen. Das will ich gerne tun, tatsächlich. Die hier. Wow. Hat das Geld gekostet? Ja, ne? Wo ist mein Gold? Wo wird mein Gold aufgelistet? Ah, jetzt hat es Geld gekostet, Leute. Aber ich sehe badass aus, Leute. Frederica, kannst du bitte kurz kommen? Weil wir sind jetzt am Ende des Videos. Schaut euch mal an, wie geil das ist, Leute. Aber Leute, ich würde sagen, ich werde die Folge jetzt auf heute stehen lassen. Das ist ein ziemlich geiles Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir gefällt es persönlich schon sehr. Für mehr davon, lasst einen Daumen hoch. Falls du es nicht geschafft hast, schreibe Drache in die Kommentare. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye, bye. Danke für das Zuschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal einer meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!